Am 10. Bundesligaspieltag ist der FC Bayern München nicht über ein 1:1, 0:0 gegen den SC Freiburg hinausgekommen. Es war das vierte Pflichtspiel vor eigenem Publikum in Folge, das der FCB nicht gewinnen konnte. Dadurch wuchs der Rückstand auf Borussia Dortmund, das 1:0 durch ein Tor von Marco Reus beim VfL Wolfsburg gewann, wieder auf 4 Punkte an. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Für RB Leipzig war Timo Werner mit einem Doppelpack beim 3:0 bei Hertha BSC der entscheidende Mann. Tief im Tabellenkeller steckt weiterhin der VfB Stuttgart, der nach dem 0:3 gegen Eintracht Frankfurt weiter auf den ersten Treffer unter dem neuen Trainer Markus Weinzierl wartet. FSV Mainz 05, Werder Bremen 2:1, 1:0, Tore 1:0, Mateta 25. 2:0, Gbamin 51. 2:1, Pesaro 78. Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf 3:0, 0:0, Tore 1:0, Hazard 48. Handelfmeter 2:0, Hoffmann 67. 3:0, Hazard 82. Hertha BSC, RB Leipzig 0:3, 0:1, Tore 0:1. 0:2 Werner, 7., 53., 0:3 Kunja, 75., VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 0:1, 0:1, Tor, 0:1 Reus, 27., Schalke 04 Hannover 96, 3:1, 0:0, Tore, 1:0 Bentaleb, 57., Foulelfmeter 1:1 Weidand, 70., 2:1 Embolo, 71., 3:1 Uth, 85., FC Augsburg ein. FC Nürnberg 2:2, 1:0, Tore, 1:0 Finnbogason 11., 1:1 Fuchs, 54., 2:1 Schmidt 59., 2:2 Mühl 88. Bayern München, SC Freiburg 1:1, 0:0, Tore, 1:0, Gnabry, 80., 1:1, Höhler, 89., Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim 1:4, 1:2, Tore, 0:1, Nelson, 19., 1:1, Bellarabi, 30., 1:2, Joe Linton, 34., 1:3, Griffo, 49., Foulelfmeter, 1:4, Joe Linton, 73., VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, 0:3, 0:2, Tore, 0:1, Haller, 11., 0:2, Rebic, 32., 0:3, Müller, 89.,